Hallo, mein Name ist Iris Straub und ich begleite Menschen auf ihren Wegen zu einem selbstbestimmten Leben. Die Machtlosigkeit der Narzissten besteht darin, dass sie sich selbst gegenüber machtlos sind und deshalb als Kompensation so viel Macht über andere haben wollen. Was natürlich nur so lange funktioniert, wie die anderen die Machtspiele von ihnen nicht durchschauen und sich darin verwickeln lassen. Machen sie das nicht mehr, durchschauen sie, was mit ihnen für Machtspiele veranstaltet werden und dass sie ständig nur dominiert werden sollen, dann haben auch da die Narzissten keine Macht mehr. Sich selbst gegenüber sind Narzissten deshalb machtlos, weil sie ja bei sich selbst gar nicht hinschauen können, was sie für Anteile haben, was sie für Seiten in sich haben, die sie nicht sehen wollen, die sie dann immer nur auf andere projizieren und sie dann stellvertretend bei ihnen dann bekämpfen. Wenn Narzissten von ihren Gefühlen überflutet werden, dann brauchen sie andere Menschen, um sie zu regulieren. Sie können das nicht für sich selbst. Sie sind nicht in der Lage, bei sich selbst hinzuschauen und da etwas zu verändern. Deswegen ändern sich Narzissten auch nie. Das ist ja der Grund, weil sie selbst keine Weiterentwicklung bei sich entwickeln können. Sie sind nicht in der Lage, etwas in ihrem Inneren zu ändern. Und das ist eine große Machtlosigkeit, meiner Meinung nach. Meines Erachtens ist das ein Grund dafür, dass sie so viel Macht über andere haben wollen. Dass sie das damit auszugleichen versuchen. Wenn sie schon ihre eigenen Gefühle nicht beeinflussen und kontrollieren können, dann doch wenigstens bei anderen. Und nehmen wir mal an, diejenigen, die dafür in ihrem Leben zur Verfügung standen, drehen sich um und brechen den Kontakt ab. Dann brauchen sie wieder neue Menschen, mit deren Hilfe sie ihre Gefühle im Außen stellvertretend bei ihnen kontrollieren und wirklich beeinflussen können, indem sie versuchen, die Gefühle der anderen zu beeinflussen und zu kontrollieren, anstatt sich um ihre eigenen Gefühle zu kümmern und um ihr eigenes Inneres. Deshalb sind sie so abhängig von anderen. Deshalb, das ist der Grund. Wenn da niemand mehr da ist, der sich dafür zur Verfügung stellt, unfairerweise sich dafür missbrauchen lässt, dann sitzen sie auf ihren negativen Gefühlen und können sie in keinster Weise beeinflussen. Das ist der Grund. Und natürlich ihre Empathielosigkeit, dass sie dafür kein Gewissen haben, wenn sie anderen deshalb selbstverständlich Schaden zufügen, wenn sie permanent ihre negativen Gefühle auf sie projizieren, die mit den anderen gar nichts zu tun haben, unter Umständen, und dann ihnen unterstellen, dass sie so sind und so sind und das denken und diese und jene Absicht haben, obwohl das einfach nur alles sie selbst sind. Das sind alles nur ihre Eingeständnisse ihres eigenen inneren Lebens, also ihres eigenen inneren Defizits. Das ist der Grund, warum sie immer wieder in jeder Situation ihres Lebens auf der Suche sind, andere Menschen zu missbrauchen dafür. Auch andere zu missbrauchen dafür, was sie gegenseitig übereinander denken. Also all das wie Schachfiguren herumzuschieben und herumzumanipulieren, das ist die Kontrolle, die sie in ihrem eigenen Inneren nicht haben. Sie haben im Grunde genommen ein inneres Team, das völlig außerhalb ihrer Kontrolle steht. Das, was nicht-narzisstische Menschen ja mit der Arbeit auf der inneren Bühne verbessern können bei sich selbst, dass sozusagen ihr inneres Orchester harmonisch zusammenspielt und ein gutes Team bildet, das ist bei Narzissten nicht möglich, weil sie dazu sich ihren
Anteilen, die sie nicht sehen wollen, stellen müssten. Sie müssten sie wahrnehmen und sich eingestehen, dass sie bei ihnen sind, diese Anteile, und nicht immer bei denjenigen außen, denen sie sie unterstellen. Man kann sein Inneres im Außen nicht regulieren auf Dauer und beeinflussen und verändern. Das geht nicht. Das geht nur kurzfristig mal als Erleichterung. Dieses Machtgefühl, nachdem sie permanent streben, dieses ich habe alles unter Kontrolle, jeden und jedes, und ich kann alle herumkommen, also ich kann mit den Menschen eben mit den Gefühlen spielen, wie ich Lust habe, das verringert mal ihr inneres Ohnmachtsgefühl in dem Moment, vielleicht kurzfristig anhaltend, und dann kommt es zurück. Dann kommen die Gefühle zurück und dann brauchen sie wieder die Menschen im Außen, um sie zu regulieren. Und wenn niemand da ist, dann sitzen sie auf ihrem ganzen inneren Chaos, auf ihrem disharmonischen Orchester, das vor sich hin kreischt, dass es kaum auszuhalten ist, und sind dem ausgeliefert. Sie können nichts im Inneren dagegen tun, nichts verbessern, nichts verändern. Das wird immer nach außen vorgeschauspielert, damit die Menschen weiter mit ihnen zusammen sind und sich missbrauchen lassen. Aber es ist wirklich nicht möglich. Das liegt auch an dem Schwarz-Weiß-Denken. Dieses Schwarz-Weiß-Denken ermöglicht es ihnen nicht, differenziert bei sich hinzuschauen. Wenn ich nur denke, Schwarz-Weiß ist gut, böse, oben, unten, und ich muss natürlich weiß und oben und gut sein, dann kann ich in meinem Inneren nicht schauen, was ich für verletzte, für auch vielleicht destruktive Anteile habe, die entstanden sind, um mir vielleicht im Leben zu helfen, zu einer Zeit, als ich keine andere Möglichkeit hatte. Und dann kann ich dann auch nicht mit diesen Anteilen in Kontakt kommen und sie mit ihnen milde umgehen und sie einladen, sich mit mir zu verändern. Das geht nicht. Deshalb bleiben Narzissten auf diesem Stand, auf dem sie, ja, es wird ja immer gesagt, so im Vorschulalter stehen, emotional. Sie entwickeln sich nicht weiter. Wenn man alles im Außen reguliert, kann ihnen sich nichts ändern. Es werden nur immer mehr Menschen geschädigt, diffamiert. Rufmordkampagnen verheizt. Es wird immer nur im Außen eine Destruktion angerichtet, eine Zerstörung. Aber innerlich ändert sich nichts. Und das ist auch das, was ihren Neid auslöst, dass sie sehen, dass andere Menschen sich ja verändern und weiterentwickeln können. Und sie nicht. Solange sie in dem Schwarz-Weiß-Denken gefangen sind, solange sie in dem ich muss gut, besser, größer, der Größte am besten, ja, der Allergrößte unter der Sonne sein, können sie das nicht. Sie können gar nichts für sich tun. Im Grunde genommen ist das total paradox. Je mehr sie sich als der Größte fühlen, desto kleiner sind sie eigentlich innerlich. Desto hilfloser, desto ohnmächtiger, desto ausgelieferter sind sie ihrem eigenen inneren, ja, Gefühlsleben. Denn sie sind ja darauf angewiesen, immer mehr und immer mehr sich immer wieder zu beweisen, dass in ihnen alles nur perfekt, nur groß, nur weiß, nur gut ist. Ein Anspruch, den man dann, wenn man ihm ja sowieso nie genügen kann, Narzissten meinen zwar, dass sie dem genügen, aber dass sie es natürlich nicht können, ist ganz klar. Und deshalb brauchen sie ja auch immer die Bestätigung, dass sie die Größten sind. Und deswegen müssen sie andere immer klein machen, um zu glauben, um sich selber vorzumachen. Im Grunde genommen kann man auch sagen, sie machen sich selber was vor. Sie belügen sich in gewisser Weise ja selber. Und haben ja haben nie Zufriedenheit, die sie empfinden können. Es ist ja sowieso nie genug. Das wäre es erst, wenn sie in ihrem Inneren mehr Frieden hätten und nicht so ein Krieg, der da tobt.
gegen diejenigen, die gegen die Anteile, die sich vielleicht nicht als die Größten unter der Sonne fühlen, die dann bekämpft werden. Solange das so ist, werden sie nie zufrieden und das wird nie genug sein. Sie werden nie wirklich auch in dem Sinne für sich selbst das empfinden können, was man ja vielleicht als eben als Einflussnahme auf sein Innenleben bezeichnen kann. Also eben auch die Selbstwirksamkeit, wenn ich mich dem widme, was ich in meinem Inneren ja vielleicht noch an schmerzvollen Dingen erlebe, dann kann ich es selbst schaffen, dass es mir besser geht. Das ist das, was für Narzisst sein Leben lang verwehrt ist. Das ist meiner Meinung nach ein großer Teil, auch weshalb sie so neidisch sind auf andere. Aber daran wird sich nichts ändern, solange das Schwarz-Weiß-Denken da ist und dieses permanente Streben, der Größte zu sein und der Beste zu sein, was auch für verdeckte Narzissten gilt, die ja auch das nur verdecken, dass sie sich so großartig und so grandios fühlen, aber das ganz genauso eine wahnsinnig große Überheblichkeit da in sich tragen und alles, was dazu eben nicht passt, auf die anderen projizieren und den anderen unterstellen und die anderen dafür abwerten, bekämpfen, beschimpfen, kritisieren, verunsichern, auf all die Dinge, die den Missbrauch, den narzisstischen Missbrauch von Menschen ausmacht. Ja, dieses Gefühl, wenn man ist nur oberflächlich, dass Narzissten so viel Macht haben, denn sie haben sie nicht, sie haben sie weder über sich selbst noch über andere. Solange die Menschen das noch nicht verstanden haben, was da läuft und noch auf ja sich rechtfertigen und glauben, sie müssen das erklären, dass die Projektion nicht der Realität entspricht, dass sie so nicht sind. So lange haben natürlich Narzissten Macht über sie, weil sie so lange täuschen. Und ja, und an der Nase herumführen. Wenn man das erkennt, sich sagt, nein, danke, da stehe ich nicht zur Verfügung, das hat mit mir nichts zu tun, sich rumdreht und geht, dann sind Narzissten auch da machtlos. Sie können überhaupt nichts tun. Sie sind darauf angewiesen, dass die Menschen in ihrer Umgebung ihrer Scheinwelt Glauben schenken, dass sie sich irgendwie in diesem Sumpf, in dieser Scheinwelt mit verstricken und glauben, das sei jetzt irgendwie etwas, worauf man eingehen sollte, weil es tatsächlich da wäre, eben dieser Vorwurf oder so. Also dass da irgendwie etwas ist, womit man sich überhaupt befassen sollte. Solange man das nicht erkennt, dass das wie ein Theater ist, als ob man auf eine Theaterbühne gezogen werden soll, auf der der Narzisst dringend braucht, die er spielen muss, tagtäglich, sein ganzes Leben lang. Und man sagt, was ist das hier? Das ist nicht mein Theater, das ist doch nichts, was mich zufrieden und glücklich macht. Niemals. Und hier wird sich auch nie was ändern, denn dieses Theaterstück wird permanent immer nur in derselben Weise gespielt. Über Jahrzehnte, ein ganzes Leben lang. Es wird immer wieder dasselbe Theaterstück gespielt. Im Grunde genommen ist das stinklangweilig. Wer würde denn freiwillig auch immer wieder in dasselbe Theaterstück gehen und sich immer wieder die Pointen anschauen? Es ist ja nichts, was irgendwie in irgendeiner Form auch ein irgendwie fördern kann, wenn Kritik angemessen ist, wenn Kritik von nicht-narzisstischen Menschen eine konstruktive Kritik ist, dann kann man daran ja wachsen. Aber dieses Theaterstück besteht ja nur aus den Projektionen, aus den Vorwürfen, aus den Machtspielen, aus dem Kämpfen, die alle nur dem Narzissten dienen, die mit einem selber ja gar nichts zu tun haben. Man ist ja vollkommen austauschbar. Man könnte ja ein ganz anderer Mensch sein, der würde genau dasselbe Theaterstück spielen. Im Grunde genommen könnte man auch sagen, der Narzisst ist immer in der Hauptrolle und die Protagonisten, die dort mit, die Schauspieler, die er mit dort castet und dort mit auf die Bühne bringt, lockt, also natürlich, klar, also dort hineinlockt in dieses Theaterstück,
Das, was der Narzisst macht, ist ja, er zwingt die Schauspieler, permanent dasselbe Stück zu spielen, bis es ihnen wirklich zum Unraus hängt, bis sie es irgendwie nicht mehr hören, nicht mehr sehen und nicht mehr ertragen können. Tag ein, Tag aus, immer wieder dasselbe. Es ist vielleicht mal, einmal spielt es im Winter, einmal im Sommer, einmal spielt es in den Bergen, einmal am Meer. Es ist völlig egal, aber der Inhalt ist immer derselbe. Und scheinbar gibt es unter den Flying Monkeys welche, die glauben, wenn da bloß ein anderes Bühnenbild aufgebaut wurde, wie eben jetzt kein Regenwetter, sondern Sonnenschein und nicht im Wald, sondern, keine Ahnung, auf irgendeinem freien Feld, dass die glauben, das ist ein anderes Stück. Dabei ist das immer wieder dasselbe. Es ist eine ewige Leier, die da runtergespielt wird. Und die Schauspieler, die dafür rekrutiert wurden, spielen da so lange mit, wie sie die Hoffnung haben, dass das Stück sich ändert. Sie spielen mit und sind natürlich völlig unzufrieden und haben auch ja nicht, dass sie glauben ja, das Stück ist die Realität. Das ist ja genau der Trick. Sie wissen ja gar nicht, dass sie sich in so einem Stück befinden, sondern sie glauben, das ist die Realität. Sie sind da verfangen und glauben, das ist die Realität, so ist das, so ist jetzt das. Und gehen darauf ein und wollen natürlich an dem Stück was verändern, weil sie haben ja, wenn sie noch nicht durchschaut haben, dass sie ja eine Rolle geschrieben gekriegt haben, die vorgegeben ist, wo sie ja keinen Schritt nach links oder rechts, weil der Narzisst will ja genau, dass das abgespielt wird. Und kämpfen dann darum, damit etwas entscheiden zu können. Und der Narzisst empfindet dann immer wieder natürlich eine wahnsinnige Genugtuung, wenn er den Menschen beweist, ich bin der Regisseur, ich bin die Hauptperson, ich bin der Hauptdarsteller, aber auch der Regisseur. Und ich bringe dich dazu, ohne es dir zu sagen, dass du immer dasselbe Stück spielst. Und du weißt nicht mal, dass du was spielst sollst, sondern du glaubst, du bist in der Realität. Und ich mache aber so, dass du immer wieder darum kämpfst, etwas zu sagen zu haben und verlierst. Kämpfst, verlierst und kämpfst und verlierst. Und am Ende habe ich dasselbe Stück gespielt, was ich brauche, als Narzisst natürlich, um mein Inneres regulieren zu können, was ich alleine nicht kann, ohne dieses Theater. Ja. Das nochmal, weil das so absurd ist, ich wollte das nochmal so mit sowas vergleichen, mit so einem wirklichen wahnsinnigen, mit so einer Dauerschleife vergleichen, weil es deutlich macht, meiner Meinung nach, wie wenig das mit einem selber zu tun hat und wie verrückt das ist, letztlich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes verrückt, aus der Realität da hineingezogen zu werden und da etwas, ohne zu sagen, also man kriegt ja nicht die Information, wir gehen jetzt aus der Realität ins Theater X und da spielen wir in Dauerschleife immer wieder mit anderen, mit wechselnden Kulissen, damit es nicht ganz so auffällt, immer wieder dasselbe unfaire, also den Schauspielern gegenüber unfaire Stück, was ich dringend brauche, wovon der Narzisst so abhängig ist, wie eben ein Drogenabhängiger von seinen Drogen. Und dass das eben in dem Sinne nur aufhört, wenn man das verlässt, wenn man die Bühne verlässt, aus dem Theater hinausgeht und sagt, das ist nicht die reale Welt. Das ist nicht die reale Welt. Dieses Theater in dieser Scheinwelt, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Da zieht das Leben ja an mir vorbei. Solange ich in dem Theater bin, bin ich ja nicht draußen im Leben, im normalen Leben. So, ich bin wie eingesperrt auch und wie festgehalten. Und das Leben draußen, das ist ein ganz anderes. Da kann man sich dann entscheiden, will ich leben in der Realität? Oder will ich in eine Scheinwelt auf einem Theaterstück verheizt werden, bis ich alt und grau bin, schlimmstenfalls, und eigentlich nur dafür missbraucht wurde, dem Narzissten dafür zu dienen, sich selbst innerlich, nicht innerlich zu regulieren, sondern im Außen zu regulieren, was er innerlich nicht regulieren kann. Ohne dafür bezahlt zu werden übrigens. Es gibt ja keine
angemessene Gage für die Schauspieler. Sie müssen ja immer irgendwie darum betteln, überhaupt ein paar Brotkrumen abzubekommen, damit sie nicht ganz verhungern. Aber sie werden ja nicht, also in der Zwischenzeit könnte man ja in dem realen Leben was viel Sinnvolleres arbeiten und dafür auch entlohnt werden. Das alles, es ist ja eine Versklavung, eine Schauspielerversklavung, die da stattfindet. Genau. Deswegen, wie gesagt, mein Appell, verlasst die Bühne, geht aus dem Theater raus und schaut, dass in der wirklichen realen Welt es weder so düster noch so schwarz, da ist es auch nicht nur weiß, aber da gibt es viele Grautöne, da ist es nicht nur schwarz und weiß. Auf der Bühne ist ja immer der Schauspieler, der versklavt wurde, der schwarz ist und der Narzisst ist weiß. Ich meine, da ist man immer nur schwarz, da ist alles schwarz, da ist alles schwarz, dunkel und vernebelt. In der realen Welt gibt es schwarz, da gibt es auch weiß, da gibt es Grautöne, man kann sich immer entscheiden und man ist nie aber so immer nur im Schwarzen gefangen und vor allem wird man nicht immer nur schwarz gesehen von allen. Das ist ja der große Unterschied, dass Narzissten immer all das Schwarze, was sie bei sich weghaben wollen, auf einen schieben und dann sind sie nur noch schlohweiß und die anderen sind angeblich schwarz, die sie sich auserkoren haben, zum Beispiel als Sündenböcke zu beschmutzen, denn das ist schon ein Beschmutzen, ständig seinen Dreck auf jemanden zu, also entschuldigt bitte, aber seine negativen, selbst negativen zerstörerischen Eigenschaften auf jemanden zu projizieren und ihm zu unterstellen und aller Welt dann zu erzählen, dass das genauso wäre. Das ist ja ein Beschmutzen. Man beschmutzt Menschen. Ja, man beschmeißt sie ja wirklich mit Dreck. Und das ist in der realen Welt natürlich, wenn man nicht narzisstisch missbraucht wird, nicht so. Da ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, sicher, aber da hat man eine Chance, so gesehen zu werden, wie man ist. Mit all den Seiten, die man hat und auch daran, was zu verändern und dadurch auch sein Gefühlsleben positiv beeinflussen zu können. Schritt für Schritt natürlich. Das ist klar. So wie man das kann, wenn man nicht immer wieder daran gehindert wird, bei sich selbst zu sein, sondern immer nur für den Narzissten da sein soll. Und für sich selbst da sein kann, dann kann man da auch viel tun. Und ja, und ein freieres Leben führen. Für heute wünsche ich euch noch eine schöne Zeit oder wann immer ihr das Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bis bald. Tschüss.